Lektion 322. Ich kann nur das aufgeben, was nie wirklich war. Ich opfere Illusionen, nichts weiter. Und wenn die Illusionen weichen, finde ich die Gaben, die die Illusionen zu verbergen suchten. Sie erwarten mich in leuchtendem Willkommen. Und in der Bereitschaft, mir Gottes alte Botschaften zu geben. Die Erinnerung an ihn wohnt jeder Gabe inne, die ich von ihm empfange. Und jeder Traum dient nur dazu, das Selbst zu verbergen, dass Gottes einziger Sohn ist, sein Ebenbild, der Heilige, der nach wie vor auf ewig in ihm weilt, so wie er nach wie vor in mir weilt. Vater, für dich bleibt jedes Opfer ewig unvorstellbar. So kann ich denn nicht opfern, außer in Träumen. So wie du mich schufst, kann ich nichts aufgeben, was du mir gegeben hast. Was du nicht gabst, hat keine Wirklichkeit. Welchen Verlust kann ich erwarten als den Verlust der Angst und die Wiederkehr der Liebe in meinen Geist? Ich kann nur das aufgeben, was nie wirklich war.